Fall moin, moin, liebe Leute. Und seid gegrüßt, neue Runde. Ich gucke immer nur, was da unten Multiplayer. Steht. Moin. 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 Pascal hat gerade erzählt, dass er Hanfblätter auf seinen T-Shirts drauf hat. Ja, definitiv. Das hast du frei erfunden. Mit Fake News. Hat die KI erzählt. So. Man kann es ja versuchen, ne? Ja. Haben wir zu dem Thema Symbole, weil viele haben ja diesen Infomod. Ich weiß gar nicht, mit welchem hängt das zusammen? Vehicle-Info? Nee, das ist ein. Food-Type-Info. Also ja. Es gibt ja so Mods, wo du unten siehst, welcher Fühltyp das tatsächlich ist. Also auch was du laden kannst, an die das maximal reingeht. Irgendwann weiß man halt dann, wenn man die Symbole einigermaßen zuordnen. Jo, mal ein bisschen ansehen. Nach dem Spritzen, dem Mulchen. Das ist am Boden hier. Hanf für Textil und für Öl wahrscheinlich. Nur ein Hanf statt ja für Textil und Zellstoff. Sehen, ob das funktioniert. Ja, ich hab ziemlich knapp, glaube ich, dran gehalten. Ah, knapp. Halben Zentimeter. Wollte schon sagen, dann ist wieder alleine auf dem Feld, aber nur die andere Seite ausgesucht. Ja, ausnahmsweise mal nicht. Ja, ich hab ja eine. Man musste alleine spritzen, weil er keinen weiteren der Fett spritzen wollte mit dem Terra. Wir haben auch keine zweite, oder? Nee, ja, der hat dran gemietet, ne? Ja, gewesen wäre, ich möchte unbedingt spritzen helfen, aber die Vulkanschnecke war sehr abgeneigt. Ich spritz kein Gift. Na, für mich ist dann der Striegel. Es gibt noch Striegelmission. Die Vulkanschnecke. Ja, machen wir dann auch mal. Pascal kann das auch. Das kann ich nicht schnell zeigen, wie das Gerät arbeitet. Das machen wir zu dritt ganz einfach. Ich kann da gar nicht mit um mit so einer riesen Arbeitsbreite. Ist ja schließlich Multiplayer hier. Bin ich nicht für ausgebildet. Bin nur für Kleinstarbeiten zuständig. Ja, ich meine, wenn man tatsächlich sowas von zwei, drei Leuten gleichzeitig macht, finde ich, dann geht sowas auch noch wieder. Ne? Aber allein jetzt irgendwo mit dem nervigen Striegel, ich kann auch. Ja, nee, das wäre ja auch der Sinn. Aber auch nur, wenn man was sieht. Also wenn du nur rüberfährst und du siehst ja, das nicht mal was. Das ist blöd, wenn man nichts sieht, das stimmt. Und muss man schon sehen, dass man das Unkraut da auch weggemacht hat. Das finde ich auch, das macht keinen Spaß.
Nur so kleine Schlepper kannst du auch nicht nehmen, die brauchen auch 200 PS. Sogar vorländisch. Gerd, das muss jetzt vorlegen. Ne, Gerd fehlt. Ah. Wohl leider nicht heute. Ich spreche holländisch. Wieso kannst du keine KI einbauen, die das kurz übersetzen? Ja, also Daniel, kannst du kannst doch fast alles. Gefällt. Muss ja erstmal eine holländisch sprechende KI raussuchen. Oder es einfach in den Übersetzer eingeben. Würde man fast vermuten, dass dasselbe da steht wie in Deutsch. Ja. Mal hat sogar für dich übersetzt. Danke für die Übersetzung. Partyhütchen. Alle ein Partyhütchen. Ein Partyhütchen. Und Christian, danke dir. Über den 18. Monat, anderthalb Jahre vorher gemacht. Vielen, vielen Dank. Für das Sub für die 3 am Start. Vielen, vielen Dank. Wir wollten die Nacht denn jetzt eigentlich mal wegspulen? Ja, das ist doch noch gar nicht Nacht. Aber hell. Ist noch hell. Das ist wahrscheinlich in der Produktion, damit wieder was zu tun ist. Ja, damit ich was verkaufen kann nachher nächsten Monat, dass wir wieder Geld für Felder haben. Ja, wie sieht's hier aus? Das ist alles. Ja, kannst abdrehen. In Arbeit, ja, ne? Was. Ja. Kannst du die Zeit auf 30 stellen? Das dauert aber irgendwie 2-3 Minuten, dann ist es wieder kalt. Jetzt schon? Oha. Nicht auf Null. Ja, doch, ist doch schön. Er läuft sie rückwärts, da müssen wir rückwärts fahren. Und viel Spaß. Guck mal, geht, in dem Moment geht schon das Licht an hier. Voll hohe Ende. Stell dir schon wieder wirr. Weil hier Tür zu war, ja, und der Rechner ja ordentlich für Wärme sorgt, ist hier das jetzt hier zu warm drin. Jetzt das Fenster auf und in einer Minute ist wieder zu warm. Macht sie wieder nur Mimimi. Oha, also der Chef, oha, also. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Passt. Naja, so, Pascal, jetzt 67 mit Möhrchen oder hast du noch was anderes vorher? Nee, das ist auf der ganz anderen Seite. Warte mal. Ich werde mal kurz gucken. Moment. Das ist auf der 62. Ist da was angesehen? Nee, ne? Da sollte nämlich auch noch was drauf. Das Licht einfach hier. Ja, das ist denn da in der Nähe. Plötzlich wird das einfach Nacht werden. 56 soll Lavendel rauf, aber da wächst auch Weizen. Irgendwie ist das alles leer bei ihm hier. Am Mittwoch war ein Haufen Felder gekauft, ne? Ja, ja, aber warum sind wir denn den Weizen noch über möglichen? Also ihr könnt die 57 könnt ihr mit Sojabohnen anpflanzen auf jeden Fall. 57 mit Sojabohnen. Jawohl, bin unterwegs. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Die 56 will er den Weizen weghaben und da soll dann. Ja, aber das ist ja dieses, was ich sage. Wir müssen uns auch nicht zu akribisch und von wegen auf den Hektar genau und ja. Jede Frucht also wieder wegmachen, damit ist eine andere fertig, Frucht ne, drauf ist, damit ihr das gerade so passt von der Hektarzahl, das finde ich halt. Albern. Aber das habe ich ja letztens gesagt. Wir werden ja nicht weiterkommen wie 2. April, deswegen mal gucken, gewisse, was er sagt, wenn er dann kommt. Eine gewisse Effektivität wollen wir ja schon haben, aber wir sind hier, wie gesagt, nicht Matchmap, wo es jetzt auf den letzten Krümel irgendwas auf war hier, ne? Auch nur um zu gewinnen. Hier gibt es keinen Gewinn. Ja, genau, das ist ja was anderes. So, also 56 wolltest du. Ne, 57 soll so, ja. Es ist so dunkel hier, ich sehe ja gar nichts. 56 wächst was. Dann sollen wir uns mal schlafen legen. Genau. Es regnet eh. Das ist zu nass, um auf die Felder zu fahren. Außer es gibt wieder gefährlich. Das hast du reichen. Fährst du zur Kieler Woche? Ja, wissen wir noch nicht. Also kann sein, dass wir es in der Woche machen irgendwie.
Weil dann wir davon ausgehen, dass in der Woche sozusagen nicht ganz so viel los ist. Als jetzt. Aber es, wie ist das denn in der Woche überhaupt? Ich meine, also der Jahrmarkt hat ja trotzdem erst mal auf. Alles. Ja. Dann muss man halt eben keine besonderen Events wie am Wochenende. Naja, na gut, die brauchen wir mit den Kindern ja auch nicht. Eigentlich wollen wir nur Kriegsschiffe besichtigen. Und ich glaube, das ist echt interessant. Ja, ich glaube, die sind nicht die ganze Killerwoche da, die reisen schon vorab. Oder du darfst irgendwie die ganze Killerwoche darauf, glaube ich. Naja, die haben auch gewisse Zeiten, ne? Irgendwas habe ich gelesen, ne? Wohin jetzt mit Soja? 57. Okay, im Süden. Ab in den Süden. Im Regen hinterher. Also ich weiß nicht, die 56 lassen wir erstmal mit Lavendel rübersehen. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich haben will. Aber da noch irgendwas falsch eingetragen hat. Es ist ein Sauwetter hier, Mensch. Ich. In Realität. Ja, das ist nur schade, dass das so, wenn das jetzt so riecht, ne, dass da wirklich nicht so Pfützen sind auf dem Acker, ne? Die festfährt und solche Sachen. Ja, es gibt auch irgendwie diesen Mod, der das Schlamm produziert. Ja, es gibt ja einen Schlammmod dabei, wo du stecken bleiben kannst, ja. Nee, das muss aber so hier so versteckt verbaut sein schon. So. Also was der gibt's? Der weiß dann, ja, nee, da will ich nicht hin. Lass mal die anderen da hinfahren. Aber da muss ja noch so eine Art Zufallsgenerator sein. Ja, oder den ja, im 19er so, ja. Gab es das auch. Da hatten wir auch so ein paar Ecken, wo es nachher weicher, matschiger war. Dann war da was. Ich hatte auch im 17er. Wo fahrt man mal sowas mit gewissen Ecken, bis hinterlegt war, dass es schlammig ist. Ja, es gibt auf jeden Fall so einen Schlammmod. Auf jeden Fall müssen sie für 25 so ein bisschen noch was einfallen lassen. Na egal, also kaufen werden wir es eh. Also ich auf jeden Fall. Und viele andere wahrscheinlich auch. Wie immer. Ein bisschen schöner, ein bisschen schicker, ein bisschen neuer. Ich frag den Chef, aber meine Freunde. Freuen wir uns alle wieder, dass die Menüführung wieder anders ist. Weil wir alle Gewohnheitstiere sind und wir seit 3 Jahren jetzt ein gewisses Menü. Ich hoffe mal echt nur, dass sie eine neue Engine da einbauen. Also das. Wir müssen eine Giant Engine mal eben weiterentwickeln. So, und hoffentlich kommt das Spiel mal mit klar, dass man, wenn man mehr als 8 Paletten durch die Gegend fährt, dann auch noch vernünftig spielen kann. Es war korrekt, die 57 Soja. Ja. Unkraut, hier ist ja alles. Guck mal, der Günther weiß schon alles, was im neuen Teil reinkommt. Das werden wir auch alles sehen, wenn es offiziell veröffentlicht wird. So. Am Dienstag, genau. Da haben wir schon nicht, dass das so geht, wie der eine da mal spekuliert hat. Und hat dann auf einmal einen John Deere gehabt mit roter Felge und 4 blaue, 4 gelb und 4 gelb Lichter. Ja, stimmt, dieses Video, ne? Dieses, weiß nicht, Fake-Video da war. Aber sowas zieht. Der ja, irgendwie fährt bei der 57 einen Fendt 942 und macht nichts. Ne? Ich weiß nicht, ob die Seemaschine wirklich eingeschaltet ist. Was? Der fährt noch gerade richtig hin, oder? Nee, irgendeiner fährt hier ganz akribisch gerade. Ach, scheiße, nicht schon. Doch, steht doch so, ja, ohne gesät. Nee, aber links, auf der linken Seite zu 61 irgendwie. Ich weiß nicht, wer das ist. Wird langsam und akribisch. Und keine Wachstumsstufe. Irgendwo kann eine Schnecke sein, die vorsichtig an mir vorbeigeschlichen ist. Ich weiß nee. Nicht, der ist jetzt oben rechts am Wald angekommen. Ja, quergefahren. Oben links am Wald. Ich bin am Deich. Speedy. Nee, ich habe hier andere Farbe hinter mir. Ja, weißt du. Ich habe andere Farbe eingeschaltet. Der fährt jetzt oben parallel zum Weg. Von 61 zu 56. Ich sehe da grün. Hoch zu ist grün, Pascal. Ja, bei mir nicht. Bei mir schon. Ja, dann ist deine Farbe kaputt, grün da. Es ist aber manchmal, da musst du hin und her schalten und dann kommt es erst. Also wenn du rausgehst und wieder rein. Jetzt ist es da komisch. Genau. Ja, weil das verzögert ist. Wenn du das aufhast. Ja, wenn du das aufhast, dann zeigt dir das nicht an. Das ist auch bei dir im Single so.
Genau, und wenn du rausgehst und wieder rein und dann hast du dieses. Genau, kannst du ein halbes, was gerade halbe Feld kannst du, oder kannst du die ganze Zeit eigentlich fahren, solange du in dieser Map-Übersicht bist, aktualisiert sich nicht der gesäte Status. Genau. Erst einmal rein und wieder rausklicken. Oder was auch immer für ein Status, das war auch gedüngt oder Unkraut oder der Status aktualisiert sich halt einfach nicht. Warum auch immer? Eine Stunde später, so auf der 78. Also dynamischen Boden, denke ich, wird es wahrscheinlich nicht geben weiterhin, weil es immer noch Performance schwierig ist und alle ihre Karten verhunzen würden, weil sie auf einmal irgendwo riesige Berge hätten und irgendwo nichts mehr an Erde. Wird es nicht geben. Bin ich mir ziemlich sicher. Zumindest muss es dann abschaltbar sein, so wie in Saison oder so. Ja, und wenn man dynamischen Boden haben möchte, dann kannst du ja Terra Farm nehmen. Terra Life. Nee, Terra Farm. Da gibt's einen Crash. Terra Life ist ja dieser neue Mod für Doktor. Ich bin schon länger auf der Spur hier. Ich meine, dass man auch Boden einfach baggern kann mit Baggern und so. Das ist Terra Farm. Ach, was ist denn hier? Siehst du das jetzt erst? Ja, ich sehe dich jetzt. Komm, warte, ich fahr rechts vorbei. Kein Problem. Das ist mir zu wild. Ich setze oben jetzt ist schon doppeltes Vorgewende, ne? Da kann man ja auch nicht weitermachen. Ja, hier nicht über den Acker heizen, sollst arbeiten. Will die kleine Kuschelecke machen nach die Geschichte. So sieht's aus. Da oben treffen sich nämlich schon oder herkommen. Das ist lieber Einzelkämpfer, ne? Komm kurz weg. Kein Geisterfahrer und so. Ja, wie er schon sagte, Terra Life bringt ein paar gute Sachen mit. Ich weiß nicht, ob das optional ist oder ob man alles, was der Mod beinhaltet, auch haben muss, weil das natürlich auch viel weit das Auto normal verbraucht, was man halt überfordert und man nicht braucht. Also was ich letztens ja schon sagte, finde ich cool, dass es optisches auf jeden Fall oder vielleicht ja auch technisches Lagergetreide gibt. Also was randommäßig passiert oder wirklich bei Regen, ne, dass sich Getreide zum Beispiel hinlegt, einen gewissen Anteil von. Dass man stellenweise weniger Ertrag hat. Aber wir sind natürlich ganz schön spät dran, ne? Wenn es tatsächlich, wie gesagt, vor alle ausgehen im Herbst und nichts in der S3 gibt. Das ist so mega Mod. Schon spät. Keine Wachstumsunterteilung ist nice to have, aber wahrscheinlich für Multifood nicht umsetzbar. Ich weiß aber auch nicht, ob man so viel Wachstumsstufen dann braucht. Das sind ja hier jetzt, glaube ich, schon mehr als im LS19, ne? Nee, es kommt auf die Frucht drauf an. Also das ist ja auch Früchte, die haben nur 4 Wachstumsstufen. Das ist gesät, das ist dann Wachstumsstufe 1, Wachstumsstufe 2, 3, so nach dem Motto. Und das Terra Life macht ja dann wochenweise. Nicht mehr Monate, sondern du müsstest das wochenmäßig dann machen. Also du sagst, okay, in Woche 3 nach dem Ansatz passiert die Wachstumsstufe, nach Woche 6 nach der Ansatz passiert die, ne? In Woche 7 passiert nichts, in Woche 8 passiert wieder das, in Woche 9 und das. Und das auf der NF Marsch mit den Multifoods ist nicht darstellbar, weil du brauchst ja auch für alle Wachstumsstufen unterschiedliche Texturen und Fruchtgrößen. Ja, das ist dann nochmal ein Mordsaufwand mehr. Ja, das wird mehr Sinn. Und das sind auch also Gigabyte an Daten wahrscheinlich, weil die Fruchtdinger sind eh. Oh, es passt. Ja, es hat gepasst, jawohl. Ich weiß aber nicht, ob ich möchte mal gucken, ob es passt bei dem nicht. Oder Speedies? Nee, aber es braucht man auch nicht so viel Stufen, das ist ja nicht. Ein bisschen finde ich nicht verkehrt. Das mit den Wochen ist auch. Genau. Aber ja, wie gesagt, ne? 20 unterschiedliche Wachstumsstufen im Weizen brauche ich jetzt auch nicht. Aber Lagergetreide, das finde ich schick. Wenn man es falsch lagert, dann schimmelt es, ne? Nein, das ist Getreide, was umgeweht wird. Oder Regen, meistens plattgedrückt wird. Weißt du, wenn Felder liegen. Plattgedrückt wird, was dann liegt.
So. Das gibt ja, ja gut, wenn man es platt fährt, ne? Und nein, so. Wenn du ganz normal nein. Regen. Du hast ein Weizenfeld, ach, das ist Regen schon. Regen und Wind, ja, genau, das ist schon relativ weit abgereift. Und okay. Dann kommt ein Regen und dann liegt halt viel auf dem Boden. Der Mähdrescher muss viel langsamer fahren und du hast auch Verluste. Naja, aber das kommt nicht nur durch den Regen. Das ist auch, wenn du das Kurzspritzen verpasst oder auf zum falschen ja, genau. Kurzspritzen, dass ja. es zu hoch wächst, dass es dann umkippt. Für die ich Erde weiß aber nicht, ob Terra Life auch berücksichtigt, wann du spritzt, ob das nachher dein Halm stark genug ist und dann hast du Windeinflüsse hier oben im Norden, den du ja auch nicht überall hast. Das ist aber, ich glaube, ich denke, dass es da eher so davon sein wird, du bist relativ weit schon in den Wachstumsstufen. Und wenn dann Regen kommt oder was, dass dann sich vielleicht was legt. Ja, normal müsstest du dann ja auch noch, dass das Getreide anfängt zu keimen, dass du dann auch Mutterkorn kriegst. Ja, das gibt es tatsächlich auch. Also das haben die bei Terra Life, ist das drinne, habe ich gesehen in diesem Vorstellungsvideo, da gibt es Ausfallgetreide. Das dann danach auch ja, zum Beispiel... Ausfallgetreide, das ist ja nach dem Drescher, aber... Ja, genau, sowas. Dass das Lagergetreide wieder anfängt zu keimen, das müsste eigentlich dann ja auch berücksichtigt werden. Ja, ich glaube, das ist dann nicht drin. Ja, gut, das ist... Ups, jetzt bin ich aber ein bisschen schief geraten hier. Ja, die Bahn kannst du auch freifahren. Ich muss ja auch noch ganz erzählen. Wenn ihr da gleich fertig seid, ich weiß ja nicht, wie weit ihr seid, dann könnt ihr auf die 60 fahren mit Hopfen. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Terra Life Modder. Ich habe keine Ahnung von dem Mod. Ich habe nur eine Vorstellung von dem Mod gesehen, von irgendjemandem, der halt den Stream praktisch kommentiert hat. Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird Terra Life wird auf gewissen Karten verbaut sein, weil, wie ich gerade schon sagte, das ist eine große Verankerung in der Spielmechanik. Durch die ganzen unterschiedlichen Wachstumsstufen, durch dann Fruchtsachen, die angezeigt werden, das wirst du nicht, glaube ich, einfach so wie Precision Farming nutzen können und gut ist, sondern das wird wahrscheinlich Karten also eingebaut laut, werden müssen. Laut dem Stream vom Alien Paul machen die ihre eigenen Karten und dann ist fertig. Ja. Die machen das also nicht als normalen Mod. Ja, genau. Es gibt ein paar Mods, ja, sie haben, Karten, sie genau. Sie haben doch auch immer gesagt, Terra Life wird nicht in die Karte gebaut, sondern die Karte wird in Terra Life gebaut. Ja, ja genau, es wird ein neues Konstrukt werden. Ja, das ist, wenn das so krass umfangreich ist, das kriegst du ja auch gar nicht alles registriert. Ja. Und ja, neue Tiere, neue Tieraltersorten auch, ne? Noch nur täuscht. Aber wie ich schon sagte, also das ist für den Autonormalverbraucher, es ist eh zu viel, das braucht fast keiner. Das ist nur so ein Realismusprojekt, genau. Genau. Wie Ansgar oder sowas. Oder ja, aber Ansgar, naja, da will Agrar, ja, weiß auch noch Agrarplay, der auch wirklich nur in Innensicht fährt und sowas. Also für die. Ja. Naja, aber Ansgar spielt doch Hof Bergmann da jetzt so ein bisschen auf Realismus. Also nur Innensicht und alles, also wirklich auch. Ja, also er versucht wirklich schon ziemlich viel Innensicht zu fahren, auch beim Dreschen und auf der Straße fahren, Frontladerarbeiten und so. Frontladerarbeiten mache ich auch. Ja, ich meine jetzt in Innensicht, ne? Macht er das alles? Ne, da komme ich nicht mit klar. Ja. Irgendwer kommt mir jetzt entgegen. Ansgar macht das ja nur viel, wenn er dann da diesen Zeitraffer einbaut, dass er dann außen Kamera fährt, denn dass du dann jedenfalls was siehst. Was ist die letzte Bahn? Da hack ich das Feld auch schon mal. Und ich fahr weg. Ja. Danach die 60 mit Hopfen, ne? Hm. Mich würde es mal freuen, wenn sie einbauen, dass Heu nicht im Regenwetter funktioniert. Ja, ja das habe ich auch schon gedacht, das ist ein bisschen... Bitte, was hast du gesagt? Dass das gewendete Heu wieder zu Gras wird. Also. So wie beim Seasons im 19er. Genau. Ja. Da hat sich's verändert. Auch bei dem Extra-Einbau, da wo du, glaube ich, auch mehrere Wendestufen hattest, da war doch das so. Bei Mais Plus, ja. Mais Plus war das, ne? Ja. Ja, kannst du. Ich wende zweimal. Ja, hast halt eben im Spiel nur keinen Effekt, ne? Doch, da ich Mais Plus benutze, ja. Muss ich, kann ich zweimal wenden, wenn ich will. Ja, ich meine aber jetzt so im Standardspiel. Das ist jetzt kein Effekt. Ne? Nein. Deswegen muss ich auch ein bisschen mehr Futter bringen zu den Tieren. Verschiedenes. So, jetzt mal. Hopfen oder was? Abend, meine Keule. Moin. Moin. Hallo? Ich bin gerade nach Hause gekommen. Ja, denn. Hopfen hast du gesagt, oder? Ja.
Aber ich sehe, ihr seid schon einige. Ja, trotzdem. Ja. Könnt trotzdem kommen. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich Lust habe. Ja, das musst du sagen, ist, ne? Du musst nicht. Da bist ja schon alt genug, um zu überlegen, ob du Lust hast oder nicht. Nein, Lust ist die falsche, die falsche Antwort. Sechs aber. Leute sind wir aktuell. Ja, kaputt. Na ja, gut, dann probieren wir es mal. Hast du ein bisschen was? Ist ja auch nicht mehr lange hin, bis Feier. Okay. Ich muss mal eine kürzere Folge einlegen. Ich weiß nicht. Ja, du wolltest doch jetzt Viertelstundenfolgen einbauen, was war das? Viertelstunde? Ja. Ah, okay. 10 Minuten reichen auch, oder? Also das ist schwierig hier unter den Bäumen. Ach, Intro und Outro reichen auch. Ah ja. Immer mal weg. So, willkommen zur Folge so und so und tschüss. Ja, danke. 2000 noch was, oder? Ja, genau, wir müssen auch noch auf 2000 Folgen kommen. Ne, ich wollte vor 2000. Okay. Kannst du einen Spielstand vorstellen, okay, wenn die Keule drin will. Okay. Oh, wir sind jetzt am... Ich bin hier. Um 18 Uhr zurückfahren. Das Vorgewende hier ist schwierig. Sehr schwierig. Man braucht auch Herausforderungen. Ja, allerdings, das ist eine. Ja. Aber ich habe genug Herausforderungen eigentlich. Ich muss gleich die Synchro kommen. Ja. Aber in dem Moment kam sie. Hing schon am Baum. Synchro. Ja. Chaos. So, ich muss ja noch die Tastatur wechseln. Huch, was jetzt? Alles weg? Hängt sich das jetzt auf? Nö, ich bin noch nicht drin. Geht nicht, weil bei mir alles irgendwie verschwunden ist gerade. Ja, noch ist er am Synchronisieren. Jetzt, nee, jetzt ist es weiter. Ist weg. Genau, jetzt bin ich weit. Mhm. Brauereibesichtigung war ganz interessant. Ne. Und die Pflege gehabt, oder? Wir haben jedes probiert. Und danach gab es Mittagessen und da gab es dann auch Bier. Und jedes Mal, wenn die nicht da waren, normal wären nur zwei dabei gewesen. Und jedes Mal, wenn sie nicht da war, war irgendjemand dort gestanden und hat gezapft. Wir waren im Nebenraum von der Gaststätte, wo zur Brauerei gehört. Und ja, dann haben wir halt noch ein paar weitere gezapft. Nee, Keule, das sollst du doch nicht. Ich weiß, dass ich nicht soll. Die machen alkoholfreies, aber ich bin... Das ist das eine bekannte Brauerei oder kennt man die ja nicht? Rothaus, ich weiß nicht, international Rothaus. Bekannt. Ja. Rothaus. Machen Tannenzäpfle. Tannenzäpfle, Schwarzwald. Also schon ja, noch nie gehört. Da war ich ja heute. Rotkäppchen. Rothaus. Rothaus. Da waren wir immer mit der Feuerwehr. Also kommst du auch aus der Region da unten irgendwo im Dünken. Das hat mit der Region nichts zu tun. Das ist. Nein, komme ich nicht. Ich wohne in der Nähe von Frankfurt am Main. Okay. Ja, aber das kriegt also, schon ganz um die Ecke, ja. Ich bin in Südhessen hier. Theoretisch. Wo bitte? Das... In Südhessen, wo genau? Südhessen, hier bei Darmstadt. Als Bahrain-Lein, hä? Hm? Nee. So, was kann ich übernehmen? Ich weiß nicht, ob ich das mit oben oder an jetzt los zum Sehen oder. Bitte, kannst du auch da kommt er danach noch. Für die Mission. Achso, Mission kann man auch machen, ne? Er ist gleich fertig. Also, jetzt ist eine Luftfahrt. Mission, macht er da Dünger oder was wollt er bei Dünger? Ohne Dünger. Nein. Bäume, Alter, ey, das ist echt. Ja, ne, es ist Speedy, ich bin auch eben gerade, also hier. Missionsfelder sehen wir ohne Dünger. Hinter mir. Da bin ich gerade eingegangen an den Bäumen. Ich hab bloß abgesehen, dass auch die Missionen sind. Stehen hier. Ja. Nein, die beiden nochmal sind momentan. Habe ich nicht registriert gehabt, ja. Was? Shelly, kannst du sie mal fragen, ob sie Bad Hersfeld kennen?
Bad Hersfeld kenne ich schon, aber. Ich bin fett, nicht Shelley. Macht nichts. Sicher kenne ich Bad Hersfeld. Name ist auch nicht mehr Programm hier. Bad Hersfeld, ja. Also den Namen kennt ja wahrscheinlich jeder. Ja. Aber ich könnte dich von hier jetzt dahin fahren. Einstellen. So, gucken wir mal, was für ein Schlepper das noch da ist. Oh, in Herbst durch viele Ortschaften. Also theoretisch müsstest du Rothausbier, müsstest du auch so ziemlich in jedem Rebemarkt bekommen. Mhm. Habe ich noch nie gesehen. Nicht so viel Bier sein. Ist so eine, ist eine. Ja, ja. Schwarzwalddame drauf mit dem Tannenzapfen daneben und steht Tannenzäpfle drauf. Mit dem Bobbelhudo. Das habe ich schon gesehen. Also ja, Flensburger kaufen. Da wollte ich gerade sagen, ich kenne nur Flens. Ja. Flensburger kriegt bei uns auch. Ja? Du kannst mal sehen, die norddeutschen Produkte sind bekannter wie die süddeutschen. Ah ja, aber auch nur, weil man damals. Eine Werbung, extra ne? Das flänzt. Nein, weil man damals extra das, den Bölkstoff bestellt haben, ne? Was ist noch ein Kassel zum goldenen Schweinchen oder so? Irgendwie so ein komischer Hotel. Da gab es auch ein tolles T-Shirt. Der Arzt hat mir Zäpfchen verschrieben. Das ist gut. Die Bier gibt Kraft, ne? Ja. Überlegt, wie viel Bier das die im Moment. Die haben jetzt hat also investieren sind sie gerade jede Menge. Bis 2030. 40 Millionen, was da investiert werden in die Brauerei. So viel. Das kann man wohl sagen. Können wir schon bald eine neue Brauerei verbauen. Ja, heutzutage nicht mehr. Ne? Das, der Unterschied ist, dass das eine Staatsbrauerei ist. Ne? Sonst wäre die schon längst von irgendjemand aufgekauft worden. Aber so hat das Land Baden-Württemberg, Daumen drauf. Na, habe ich dich aus dem Takt gebracht, Speedy? Nö, das passt mir da bereite gerade gar nicht mehr hin, das. Müsste eigentlich, ne? Danach dem Hopfen? Bitte? Nochmal Pascal. Ach so, Hopfen, ja. 62. Tot. Sollte tot. Mais. 62. Aber Mais. Hopfen brauchen wir da, ne? Ja. Danke dir. Oh, moin. Mais. Auf 62. Und eben drehen sie draußen auf. Wir haben wieder Rock am Grillplatz hier. Was hast du? Wir haben wieder Rock am Grillplatz hier. Eben drehen sie wieder den Sound auf da draußen. Gut. Was? Kann ich schon mithören? Ich hab da schon 10. Ist doch auch nicht Nacht. Was? Wo lebst du? Normalerweise schon, aber hier. Außerdem während der EM gibt es keine Nachtruhe. Ich kann froh sein, wenn sie um 12 fertig sind. Ja, vor allem das war doch mit dem spanischen Nationalspieler, ne? Das war doch richtig in der Diskussion, weil in Deutschland dürfen doch Minderjährige nach 22 Uhr nicht mehr arbeiten. Normal hätte Spanien den ja auswechseln müssen. Ja, deswegen sollen die Strafe kriegen, ne? Also das war doch. Ja, sollen Punkte abgezogen werden, habe ich irgendwie. Also so ein Blödsinn. Das kann es auch wieder nur in Deutschland geben. Ja, ja. Das kann es nur in Deutschland geben. Korinthen, Punkt, Punkt, Punkt. Guten Abend. Genau. Mais auf 62, Mai. Ja, ja, das ja, du hast aber Dünger drin, ne, Chef? Ja, ist das eine Mission? Ja, nein, das ist ein eigenes Feld. Da ja, kann auch Dünger auch drin sein. Ja, ja, muss doch. Ja. Schon. 63, wo ist er denn schon? Ja. Direkt daneben. Also, was heißt direkt daneben? Ich bin am Hof. Ist nicht so weit, Speedy.
Was sein muss, kommt immer mit drin. Weiß. Ja, hier mal an den Kühen vorbei. Alle Dinge. Bei uns hier war es wärmer, wenn wir fortgefahren sind. Und in Rothaus war es dann 14 Grad Höchsttemperatur. Und wie wir dann im Schlucksee waren, waren 11 Grad. Und dann daheim angekommen, waren wieder 19 Grad. Ja. Wurde ich ja eh wieder zurückfahren, muss 11 Grad war. Ja, okay. Aber hat der ganze Tag nur gepisst. Nee, hier auch nicht. Nee, hier nicht. Heute Vormittag leicht genieselt. Ne? Ja, also war richtig schlechtes Wetter dort. Bei uns hat es ja auch die ganze Zeit gepisst. Brauchst du ja auch keine Bierprobe oder eine Besichtigung? Ja, das war ja drin im Sudhaus, wo wir das getrunken haben. Und der größte Teil der Brauerei wird ja auch drin sein. Ja, aber zwischen der Produktion muss man draußen laufen. Aber wir waren ja nicht, das ist ja bloß 90 Minuten, wo du in der Brauerei in der Führung bist. Ja. Also das stelle ich mir richtig interessant vor, mal so eine Brauereibesichtigung. Ja, ist interessant. Alle Dinge, die haben da 17 Meter hohe Tanks und 3,70 Meter Durchmesser. Ne? Also, und dann diese Ofenpellets. Alles, was dort produziert wird, geht innerhalb von 48 Stunden verlässt das Werk. Ja, deswegen wird dann Samstag, also von Sonntagabend 22 Uhr bis Freitag 22 Uhr wird gearbeitet. Und der Rest, das Wochenende, ist dann frei. Also schon kräftig. Wenn du dann überlegst, wie lange das brauchst, um das um so einen Tank leer zu trinken. Oh, cool. Nice. So. Muss in den Kurven das alte Speicherleck sein. Ja. Acht, was ist acht? Acht ist. Ist schon fertig, fast. Da brauchst du also nicht hin. Okay, nein. Also Preisch auf die 24, das ist. Linse. Ach du mit deinen Spätzle. Genau, du hast noch ein paar Spätzle aussehen und noch ein paar Seidewurst, bitte. Ja, Essen wird sich abgeben, ne? Inklusive, ne? Aber ich habe mal Schnitzel bestellt dann. Weil geschnetzelte mit Pilze und mit Gemüse und Spätzle wären okay gewesen. Das ist doch lecker. Irgendwie Sauerrahm geschnetzeltes oder so, irgendwas hat es vergeben. Das ist, kann nicht sein. Die anderen haben es alle lecker gefunden. Aber passt halt bei mir nicht rein. Aber du schleck ich ja wieder. Ja. Das ist zu Gemüse. Zu viel Gemüse, gell? Ach, die Pilze und so, ne? Das ist nicht meins. Ja. Ah, 24 ist. Ja, da, okay. Hä? Hab ich die ausgeklappt? So das? Wahnsinn. Ja, aber doch nicht auf dem Hof. Ich wollte jetzt gerade vom Hof runterfahren und denke, wieso hänge ich da am Baum? Achso, so wo ich jetzt hier beim Bäcker bin, ne? Wenn du demnächst nochmal irgendwas, eine Produktion fertig machst oder ein Produkt, wo Mehl rein muss, musst du auch Mehl erhöhen. Und das reicht, also das ganz minimal noch was über. Und das musst du schon richtig, also du darfst kein normales Mehl mehr in die Mixgruppen fahren. Das brauchst du alles jetzt für Eisfabriken und Kreppstand und so. Mehlmangel. Und noch ist kein Mangel, noch ist ein bisschen Überschuss. So. Ja. Wenn jetzt noch irgendwie ein großes Produkt kommt, dann. Ärger. Naja, aber nur falls. So, hier ist viel los, wa? Ja, Frage, ich habe Holzlader, Mod für Kürzen. Da kommt ja auch noch einer. Ja, dann hast du die. Musst Version. Du dann einen Eintrag ergänzen oder löschen? Hast du Version 2? Version 2 ist nicht gut. Warum haben die Türke heute kein Tor geschossen?
Das musst du die Türken fragen. Hast du es gesehen? Die hätten eins, hätten sie schießen müssen. Die haben auch ein eigenes gemacht, wie war das? Ja, aber sie hätten sie nicht. Haben sie auch eins gemacht, nur bei sich selbst. Also. Ja, aber sie hätten noch eins machen müssen, damit mein Tipp stimmt. Das ist ja keine Aussage, dass sie bis jetzt alle Tore selber gemacht haben. Wir haben noch kein Tor vom Gegner gekriegt. Nee. So, Linzer habe ich eingestellt. Wetzlar. Habe ich nicht gefunden. Ich habe zufällig Seemaschinen, glaube ich. Müssen wir E-Mail schreiben an den Modder. Von der Karte. Ja, ich suche das gerade. Von der Karte. Nudle gibt's. Das ist nicht das Problem. Ich hab's auch gefunden. Ja. Aber der Schlachter ist noch nicht da, oder? Das ist das Video. Die E-Mail nämlich auch noch im E-Mail-Dings da. Ich wollte gerade auf Enter drücken. Ausnahmsweise eine Sekunde schneller. Aber okay. Weil ich gerade mit der Seemaschine auf gerader Strecke unterwegs bin. Ja, und ich muss mit dem LKW erstmal noch anhalten. Da kommen da wieder zwei entgegen. Ja. So als Tipp. Super, wer kommt denn da jetzt entgegen? Okay. Ja, bei so vielen braucht es noch ein bisschen 23 Koordination. Minikeule. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Ja, ein paar Bier habe ich schon getrunken. Da ich ja normal kein Alkohol trinke im Moment. Aber ich kann nicht dort alkoholfreies trinken, es langt, wenn die Frauen alle alkoholfreies getrunken haben. Dann fährst du jetzt Schlangenlinien, oder wie? Eigentlich kannst du auch in den Ich kann die Zahlen nicht so genau auseinanderhalten. 23 und 24, das liegt ja nur noch beieinander. Oh. Ja, es gibt ja Gott sei Dank Enhanced Vehicle. Genau. Ja. Jetzt habe ich schon wieder keinen Zugang. Was ist jetzt falsch? Ah, doch, jetzt geht's. Ja, fast, ja. Ach, das fällt, wo man erst aus dem Fahren muss. So weit. Muss man nicht? Muss man nicht? Das ist ja eine Mission. Gut, da muss ich zwei Bahnen überspringen jetzt, ne? Nee, jetzt hier nicht über den Baum. Ja. Wieso fährt da plus 11? Gut. Hast du einen zu kleinen Trecker genommen, oder? Nö, Format vielleicht falsch eingestellt. Da war eigentlich irgendeiner, hat er nur 15 eingestellt gehabt. Ja, beim Ding, beim Häcksler. Ja, aber ich, da ist aber plus 11. Christoph, da musst du auch noch schnell ein Video machen, dann können wir das weiter verteilen. Ja, das ist sehr lange, ne? Ja, sehr ausführlich. Ja, das war auch in so einem, Short mit einer Minute, ist vielleicht ein bisschen knapp, wie man das mit dem Lasserfall hätte, aber. Aber ich finde es gut, dass er so viel erklärt hat, auch da mit dem, dass man das dann nur noch für sich benutzen darf und nicht alle verteilen. Das ist wichtig. Da brauchen wir mal wieder E-Mails, ob ich nicht alle Mods, die bei mir in der Modliste sind, auf ein Paket fertig machen kann. Es wäre so voll umständlich, das einzeln runter zu machen. Also mindestens einmal die Woche so eine Anfrage. Ich meine, für welche, die sich damit überhaupt nicht auskennen und noch nie einen XML verändert haben. Nein, ich meine generell alle Mods auf meiner Homepage. Alle Mods, die ich nutze. Ja. Das Modpaket schüren. So, ne? Genau. Solange doch, dass die Links drauf hast. Ja. Das Einzige, was nicht. Es ist ja schon viel wert. Also für dich. Nicht passt, ist das Terraflex-Schneidwerk. Inwiefern nicht passt? Man kann den Hersteller nicht verändern. Dann ist es bestimmt ein anderer Mod, der wir haben zu viel.
Mhm. Aber irgendwie fährt meine Maschine auch nicht so ganz geradeaus. Jo, liegt also nicht an mir. Gut. Tombon und Schatz wollen das ja nochmal sagen. Also, so, aber jetzt fährt sie geradeaus. Also ich bin Noten vor, genau. Ach, ja, kann ich neben dir ansetzen? Das ist auch die einfachste Variante. Wollte ich dir einfach, hatte ich das auch mal erklärt. Als ich sagte, wie bei der Melasse oder wie bei Ballnetz, bei diesen Netzrollen, dass man die Palette einfach löschen aus der Armut und fertig. In letzter Zeit ist das auch echt erstaunlich ruhig im Support-Forum, das wundert mich irgendwie. Wir spielen nicht mehr so viele LS. Ja, die wollen 25 haben. Ja, oder andere Karten auch, ne? Ob da noch einige Karten noch rausgekommen sind. Genau, die müssen wir alle noch probieren. Sonst war das ja echt, dass du täglich da irgendeinen hattest, der irgendeine Frage hatte. Das ist echt nett. Ja, manchmal lesen da noch ein paar Leute noch ein paar Einträge durch und finden ihre Lösung. Ja. Du musst ja immer dein Problem eigentlich nur selber suchen und dann findest du meistens häufig vor eine Lösung. Ja. Kann ich wieder. Ja, lese ich manchmal Glückssachen, ne? Ich habe mir das Video gar nicht genau angeguckt, also ich weiß gar nicht genau, aber das kann er erstmal angeschaut. Was macht er denn da genau? Er erst erklärt er genau den Fehler und symbolisiert den Fehler, was verkehrt ist. Und dann, naja, dann zeigt er dir halt eben, wie die XML aufgebaut ist und wo du den Eintrag findest und wie das funktioniert und wie du den Verweis änderst. So, also löscht gar nicht den Eintrag, sondern ändert oder wie? Ja. Also ich glaube, er hat beides gezeigt. Ich weiß auch nicht mehr genau. Perfekt. Ja, wir kriegen es langsam hin. Ja, sieht gut aus. Ich meine, er hat einmal den Verweis geändert und einmal hat er das dann rausgelöscht. Also beides. YouTube, auch wenn wir schon wieder feiern für die Folge, Leute. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.